Teil der europäischen Flüchtlingspolitik ist es, Fluchtursachen zu bekämpfen. Gingen Sie bislang auch davon aus, dass damit gemeint war, die EU und damit auch wir Deutsche verbessern die Lebensverhältnisse, beispielsweise in armen Ländern wie Eritrea oder dem Sudan? Richtig ist, dass die EU einen Hilfsfonds aufgelegt hat. Doch ob damit Lebensbedingungen verbessert werden, daran gibt es Zweifel. Die gemeinsamen Recherchen von Spiegel und Report Mainz legen nahe, dass wohl eher die dortigen Despoten profitieren. Und um an EU-Gelder zu gelangen, erklärt sich der Sudan schon einmal bereit, Flüchtlinge wieder aufzunehmen. Refugees welcome. Natürlich nur für eine Gegenleistung. Wie die aussehen soll, Heiner Hoffmann war für uns im Sudan unterwegs. Diese Bilder sind eine echte Seltenheit. Wir sind unterwegs im Ostsudan, einer Region, die für europäische Journalisten meist verschlossen bleibt. Die sudanesische Regierung hat uns eine Reiseerlaubnis erteilt. Denn Deutschland gilt hier momentan als vielversprechender Partner. Hier im Grenzgebiet zwischen Sudan, Äthiopien und Eritrea gibt es nicht viel. Es ist Trockenzeit, 50 Grad Außentemperatur. Dann, mitten in der Wüste, flimmern am Horizont einige Gebäude. Es ist eines der größten Flüchtlingslager des Sudan, das Camp Shagarab. Wir treffen den Campleiter. Er führt uns herum. Assalamu alaikum. Das ist einer der Räume, wo wir die Neuankömmlinge beherbergen. Hier drin leben bis zu 10 Leute. Die Lebensbedingungen sind völlig unzureichend. Die müssen hier auf dem Boden schlafen. Wir brauchen viel mehr Hütten. Dann zieht einer der berüchtigten Sandstürme auf. Das Leben hier im Camp, man kann es als unwirtlich bezeichnen. Es kommen immer mehr Flüchtlinge zu uns, um uns von den Zuständen im Sudan zu berichten. Ich bin sogar von Banden entführt worden und musste mich wieder freikaufen für 4.000 Dollar. Essen, Unterkunft, Kleidung, wir haben hier nichts. 10 Dollar pro Monat, soll das genug sein für eine Person? Die Leute leben hier ohne Essen. Der Sudan ist vor allem Transitland für Flüchtlinge aus Eritrea und Äthiopien. Das Land hat viele von ihnen aufgenommen. Doch wegen der Armut wollen viele weiter in Richtung Europa. Um das zu verhindern, hat die EU Ende vergangenen Jahres einen Hilfsfonds aufgelegt, der unter anderem die Lebensbedingungen in Ländern wie dem Sudan verbessern soll. Doch unsere Recherchen zeigen, weite Teile des Fonds haben mit Fluchtursachen gar nichts zu tun. Ein Projekt sticht besonders ins Auge. Es heißt Better Migration Management. Die Stichworte: Verbesserung des Grenzschutzes, Training und Ausrüstung für die Sicherheitsbehörden. Auch der Sudan wird genannt. Den Außenminister würde es freuen. Wir haben schon lange nach Equipment zur Sicherung unserer Grenzen gefragt, zum Beispiel Ortungsgeräte. Wir glauben, dass jetzt nach all den Gesprächen tatsächlich eine Übereinkunft erzielt werden kann. Dabei steht das Land seit Jahren in der Kritik. Präsident Omar al-Bashir wird per Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht. Wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie war persönlich von Menschenrechtsverletzungen betroffen. Napoli Langa war im Sudan Menschenrechtsaktivistin, bis sie verhaftet wurde. Sie haben mich 4 Tage an einem geheimen Ort eingesperrt. Sie haben mir gesagt, sie seien vom Geheimdienst und haben mich verhört. Sie haben mich wirklich schwer gefoltert. Wenn sich die westliche Welt demokratisch nennt, wie können sie dann mit Diktatoren kooperieren? Der Sudan befindet sich in einem Krieg. Da gibt es keine Menschenrechte. Seit Jahren toben im Land bewaffnete Konflikte mit den Provinzen Darfur und Südkordofan. Erst vor kurzem soll die Regierung wieder wahllos Fassbomben auf Zivilisten geworfen haben. Wir konfrontieren den Außenminister. Ich sage gar nicht, dass das nicht stimmt. Aber wenn 2000 Deutsche sich gegen die Regierung erheben würden, was würde denn die deutsche Armee machen? Sie würden sie doch auch in Grund und Boden stampfen. Trotz der Menschenrechtslage plant die EU das Grenzschutzprojekt mit dem Sudan und anderen Ländern wie Eritrea und Äthiopien. Training und Ausrüstung für umstrittene Regime? Koordiniert wird es hier.
im deutschen Eschborn von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Dabei ist die staatliche Entwicklungszusammenarbeit mit dem Sudan eingestellt, wegen der Menschenrechtslage. EU-Projekte seien davon allerdings nicht betroffen, teilt man uns mit. Kritik aus den Reihen der Opposition. Bei allen diesen Ländern, also ob Äthiopien, ob Sudan, ob Eritrea, bestätigt die Bundesregierung ja schwerste Menschenrechtsverstöße. Und trotzdem stattet sie jetzt solche Regime dort, man muss von Regimen, von Diktaturen sprechen dort, mit Geld aus, mit Ausrüstung, mit Ausbildung von Polizisten. Damit stärkt sie autoritäre Regime am Ende des Tages. Auf eine schriftliche Anfrage des Abgeordneten hat die Bundesregierung geantwortet, man liefere ja keine Waffen oder offensiv einsetzbare Materialien wie Schlagstöcke. Stattdessen wird im EU-Dokument mögliches Grenzschutzequipment wie Autos, Kameras, Server und Scanner angeführt. Nur ein Flugzeug sei unwahrscheinlich. Das Entwicklungsministerium teilt mit, es stehe noch nicht konkret fest, mit welchen Behörden, in welchen Ländern eine Zusammenarbeit erfolge und was genau beschafft würde. Das EU-Dokument sei aber bindend. Im Sudan treffen wir den zuständigen General im Innenministerium. Von ihm stammen die technischen Wünsche. Er hat weitere konkrete Pläne. Wir haben ein großes Projekt gestartet, im Rahmen dessen alle Einwohner im Sudan, ob Sudanesen oder Migranten, mit allen biometrischen Daten erfasst werden sollen, inklusive Fingerabdrücke und Fotos. Es ist sehr wichtig, dass man uns dabei hilft. Auch Scanner, Kameras und Server könnten dem allmächtigen Militärregime dabei wahrscheinlich gut helfen. Die EU selbst sieht laut Projektplan jedenfalls ein hohes Risiko, dass geliefertes Equipment und Training für repressive Zwecke genutzt werden könnte. Marina Peter ist als Expertin seit Jahrzehnten im Sudan aktiv, hat für ihr Engagement sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten. Auch sie sieht ein hohes Risiko. Wir haben gehört, dass die Bundesregierung oder auch die EU, sagt man, liefere zum Beispiel keine Schlagstöcke oder Waffen in den Sudan. Das ist aber auch gar nicht notwendig, davon haben die genug. Die ganze andere Ausrüstung, die jetzt aber angefragt ist, ist meiner Meinung nach fast noch wesentlich gefährlicher, weil damit eine flächendeckende Überwachung möglich ist. Doch hinter dem Projekt steht offenbar ein noch größerer Deal, wie uns der Außenminister ganz offen schildert. Es geht um ein Rückübernahmeabkommen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der EU-Migrationskommissar hat mir gesagt, wir haben 12.000 illegale Migranten aus dem Sudan in Europa. Seid ihr bereit, die zurückzunehmen? Wir haben gesagt, sofort. Setzt ihr im Gegenzug euren Hilfsfonds um und sie sind herzlich willkommen. Zurück zum Shagarab-Camp. Im EU-Projekt wird auch der Bau neuer Lager erwogen, diesmal mit Hafträumen. Auch hierzu gäbe es noch keine konkreten Pläne, heißt es aus dem Entwicklungsministerium. Ausrüstung, Grenzschutz, Rückübernahmeabkommen. Das sind die geplanten Deals der EU. Doch die Grenzen hier im Sudan sind tausende Kilometer lang. Zu sichern sind sie ohnehin kaum. Am Ende gibt die EU wohl Unterstützung für heikle Regime für eine aussichtslose Mission. Finanziert aus einem Fonds, der eigentlich vor allem Fluchtursachen bekämpfen soll. Heute Nachmittag haben wir eine Stellungnahme der EU-Kommission erhalten. Es gebe derzeit keine Pläne, Ausrüstung direkt an die sudanesische Regierung zu liefern oder Aufnahmelager im Sudan zu bauen. Das angedachte Geld fließe nicht direkt an die Regierungen. Komisch. In den Antworten des Bundesentwicklungsministeriums und im EU-Projektplan waren davon bisher nie die Rede. Na, wir jedenfalls bleiben dran am Thema. Und wenn Sie jetzt noch schon mehr wissen wollen, unter Report Mainz.de ein Gespräch mit unserem Autor.